Im Prinzip ist es so, dass man von verschiedenen, dass man verschiedene Ebenen unterscheiden kann. Die eine Ebene ist es, wirtschaftlich zu arbeiten innerhalb einer bestimmten Gesetzmäßigkeit. Und eine darüberliegende Ebene ist eben, ethisch zu handeln, auch über eine gewisse Gesetzmäßigkeit hinaus. Etwas, was ich sehr unterstütze, weil Gesetzmäßigkeit ist ja etwas, also die, durch Gesetzgebung kann man ja bestimmte gesellschaftliche Wertvorstellungen immer nur imperfekt abbilden. Deswegen bin ich ein großer Anhänger davon, dass Unternehmen auch eine bestimmte gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen haben. Das sind also die zwei Ebenen. Da gibt's, könnte man eine dritte Ebene vielleicht noch unterscheiden, dass man beispielsweise durch finanzielle Unterstützung auch bestimmte Initiativen nochmal eine Schippe drauflegt. Das sind alles, das sind so die drei verschiedenen Ebenen, die man unterscheiden kann. Ja? Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Gesetzgebung, ethisch und dann philanthropisch. Diese drei Ebenen kann man unterscheiden. Und jetzt ist es aber so, dass also aufgrund dieser gegenwärtigen ökonomischen Rahmenbedingungen, Krieg Russlands in der Ukraine, Lieferkettenunterbrechung, erhebliche Steigerung der Energiekosten und der Rohstoffkosten, bereitet es große Schwierigkeiten, sozusagen die unterste Ebene, nämlich die Wirtschaftlichkeit innerhalb der gesetzmäßigen Rahmenbedingungen überhaupt erfüllen zu können. Also kostendeckend zu arbeiten, überhaupt einem Kunden das liefern zu können, in Anbetracht der unterbrochenen Lieferketten, auch in Anbetracht des Mangels an Personal, einem Kunden überhaupt was liefern zu können, bereitet im Moment große Schwierigkeiten. Und dann kommt eben noch dieser gesellschaftliche Erwartungsdruck hinzu, sich bestimmten Themen gegenüber positionieren müssen. Und da ist es im Grunde ein Teil des betrieblichen Risikomanagements, in Bezug auf diese sensiblen gesellschaftlichen Themen eine absolute Risikominimierung zu fahren. Und das bedeutet, man hat in Bezug auf die Gender- und Diversity-Thematik oder in Bezug auf die Klima- und Nachhaltigkeitsthematik im Prinzip so drei verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist so etwas, was man komplette Unterwerfung unter diese gesellschaftliche Debatte nennen könnte, dass man also quasi als Unternehmen die Positionen von bestimmten Interessengruppen übernimmt, ja, und signalisiert, wir gehören zu euch, ja, wir haben das gleiche Interesse wie ihr als Interessengruppen. Das wäre also quasi die Strategie der Unterwerfung. Dann gibt es eine Strategie, die ich mal so als Schaufensterpolitik bezeichnen würde. Das heißt, man nimmt einen überschaubaren Geldbetrag in die Hand. Mit diesem überschaubaren Geldbetrag liefert man bestimmte Projekte im Rahmen von Gender and Diversity, Projekte zur Förderung von Frauen und Minderheiten beispielsweise, oder in Bezug auf eine Nachhaltigkeitsdebatte liefert man halt bestimmte Nachhaltigkeitsprojekte. Und das stellt man dann in der Unternehmenskommunikation besonders stark nach draußen, um eben von diesen Debatten, also um sozusagen gut wegzukommen in diesen Debatten. Das heißt, man signalisiert quasi, dass man zu den Tugendhaften gehört. Ja, dieses Aussenden von Tugendsignalen ist im Grunde übliche Praxis geworden. Und jetzt im Juni 2022 sieht man das eben ganz besonders, weil alle möglichen Unternehmen sich beispielsweise nun ihr Firmenlogo vor dem Hintergrund der Regenbogenflagge aufdrucken. Ja, das wäre also ein klassisches Beispiel für so ein Tugendsignal. Sonst gibt es noch im Prinzip noch eine dritte Möglichkeit. Und eine dritte Möglichkeit wäre, dass man sich tatsächlich solchen gesellschaftlichen Debatten entgegenstellt. Ja, und dass man im Prinzip sagt, in unserer Firma sind Menschen jederlei Geschlechts, jederlei ethnischen Herkunft hochwillkommen, aber wir sind nicht bereit dafür, das meritokratische Prinzip, das Leistungsprinzip zu brechen. So, das wäre im Grunde eine Möglichkeit, sich gegen den Wind zu stellen. Nur ist das in Anbetracht der Tatsache, dass man auf der einen Seite überhaupt Schwierigkeiten hat, Material zu bekommen, dass man Schwierigkeiten hat, Personal zu bekommen, dass die Rohstoff- und Energiepreise massiv gestiegen sind, hat man dafür im Moment nicht mehr die Energie, ja, sondern sich also einem Wind entgegenzustellen, einem gesellschaftlichen Diskurs entgegenzustellen, dafür fehlt die Kraft, fehlt vielleicht auch das Personal, fehlt die Energie. Resultat ist das, was wir jetzt sehen, ja, dass wir also in keine Filiale einer Bank reingehen können, ohne dass wir irgendwie eine Regenbogenflagge sehen oder bestimmte Aufsteller zu Nachhaltigkeitsthemen.